natürlich immer im stetigen Kontakt zu unseren Kunden, mit den Bauunternehmen. Und eine Anforderung ist zum Beispiel, einen leichten Vibrationsdampfer zu haben, den man benutzt, um im Rohrleitungsbau unterm Rohr das Material einzustopfen. Dazu muss ein Stampfer leicht sein und man muss ihn auch schon mal schräg halten können. Deswegen wiegt er nur 30 Kilogramm, 32 Kilogramm. Das Angebot in diesem Bereich war übersichtlich, trotzdem ein hoher Bedarf da. Wir bauen hier einen Honda-Motor auf, der für unsere Bedürfnisse speziell umgebaut worden ist. Das ist also ein Viertaktmotor, ich habe also nicht das Problem mit Gemisch oder irgendwas.